Hallo, ich bin Darin und das ist das zweite Video der Heldenschule. Heldenschule heißt Finde und entwickle deine Talente. Früher hieß es Beruf, Berufung, Traumberuf. Im ersten Video ging es darum, praktisch eure Träume aufzuschreiben auf der einen Seite der Tabelle. Oben heißt es, was sind meine Träume oder die Liste meiner Träume und dann schreibt ihr jeden einzelnen Traum auf. Wenn ihr keinen Traum habt, werdet kreativ, schaut euch an, was euch gefällt. Dann die Liste eurer Talente und schreibt auch da alle Talente auf, schreibt Hobbys auf, schreibt auf eure Vorbilder, was euch an denen gefällt. Und unten, nachdem die Liste dann geschrieben ist, findet dann sozusagen die Verbindung. Und das, was ihr macht, sollte entweder ein Service oder ein Produkt sein. Das heißt, wenn ihr gut schrauben könnt an einem Auto und ihr liebt Autos, werdet ihr vielleicht Mechaniker? Oder wenn ihr gut zeichnen könnt und schreiben und ihr liebt Comics und es ist euer Traum, Comiczeichner zu werden, dann kann euer Service oder eure Dienstleistung Comics sein, den ihr selber zeichnet oder anderen anbietet. Oder ihr tanzt und träumt von der Tanzschule. Oder. Und wenn ihr sozusagen gerade sagt, aber ich habe keine Träume, ich habe keine Talente, dann ist eure erste Arbeit, diese zu finden, denn jeder hat Talente, jeder hat Träume. Und oft werden sie uns ein bisschen aberzogen durch Eltern und Schule. Einfach weil die gewissermaßen wollen, dass wir irgendwo reinpassen und ja, passen. Aber ihr habt sozusagen einen eigenen Lebensplan und ihr fühlt euch dahin berufen oder ihr werdet automatisch angezogen von einer bestimmten Musik, von einem bestimmten Typ an. Und es kann alles sein. Also ein gewisser Typ Auto gefällt euch, ein gewisses Typ Mensch gefällt euch, ein gewisser Typ Musik gefällt euch und da könnt ihr gar nichts dran machen, das ist einfach, das seid ihr. Deswegen, genau. Und sobald ihr dann das habt, das zweite Tool ist dann in dieser Episode, ich weiß noch nicht genau, wie nenne ich es, ist einfach der Plan, der Dreijahresplan oder Vierjahresplan. Nehmen wir an, ihr habt jetzt auf der Liste eurer Vorbilder hingeschrieben, da ist ein Tennisvorbild, ihr liebt Tennis. Ich habe jetzt einfach Tennis einfach so genommen, das ist praktisch in meinen Kopf gekommen. Und ihr seid ein guter Lehrer oder ihr habt zum Beispiel viele gute Lehrer miterlebt oder ihr habt schlechte Lehrer miterlebt. Und meistens ist eure Berufung immer irgendwas, ihr habt irgendwas gesehen, was euch gefällt und ihr habt irgendetwas gesehen, wo ihr denkt, das könnte man cooler machen oder ich könnte das irgendwie mit einem coolen neuen Twist machen. Und dann ist sozusagen die Frage, was ist euer Traum? Also zum Beispiel bei mir war es der Traum, Comiczeichner zu werden. Dann, ich weiß nicht, wo fangen wir an? Wir fangen hier an. Und hier, 3 oder 4 Jahre später, ist dann hier mein Traum, ich bin Comiczeichner. Das habe ich jetzt erreicht. Dann müsst ihr irgendwie so das mal unterteilen in erstes Jahr, zweites Jahr, oder ihr wollt Rockstar werden, erstes Jahr, zweites Jahr, drittes Jahr. Oder ihr wollt Tänzerin werden, oder Koch, oder Polizist, oder Mechaniker, oder Staatsanwalt, oder was auch immer. Ihr könnt auch YouTuber werden. Also praktisch an dieser Stelle steht das Ziel oder der Traum. Und hier steht praktisch der Anfang. Hier seid ihr noch bei 0, Level 0. Ihr seid sozusagen noch kein Held. Ihr fangt erst an. Dann ist die Frage, die sich stellt, was passiert? Also hier bin ich der Held. Was passiert ungefähr bei der Mitte? Da muss ich ungefähr der halbe Held sein. Und ungefähr muss ich die Hälfte sein von dem. Seid ihr Musiker oder wollt ihr Musiker werden? Braucht ihr ein Instrument? Braucht ihr einen ersten Unterricht? Wo fange ich an? Das heißt, am Anfang ist sehr viel Planung, Orientierung. Ich brauche Dinge und ich muss anfangen. Also wenn ihr etwas sein wollt, dann müsst ihr anfangen, Dinge zu tun. Das heißt, wenn ich Skater sein will oder Skate-Profi, dann muss ich hier anfangen, mindestens. Ich habe noch kein Skateboard, ich besorge mir eins. Und dann muss ich anfangen, die Tricks zu lernen. Und dann muss ich anfangen zu fahren. Und dann muss ich geduldig sein, denn wahrscheinlich am Ende der 3 Jahre werde ich erst gut sein. Und am Anfang werde ich wahrscheinlich noch ziemlich scheiße sein. Und da gilt es praktisch auch nicht aufzugeben. Es ist sozusagen, ich habe zum Beispiel vor, ja, es ist die Frage, was ihr wollt. Träumt da groß und schaut, ob es möglich ist. Manchmal ist nicht der Weg immer nur gerade, sondern manchmal merkt ihr, da ist mein Ziel und zum Beispiel ihr verfolgt diesen Weg und dann ist hier eine Sackgasse
und dann müsst ihr irgendwie außen rumgehen. Und es kann sein, ihr fangt an, Musiker, also ihr habt den Traum, ihr wollt Musiker werden und ihr merkt, okay, so wie ihr euch das vorgestellt habt, also nehmt ihr an, ihr habt ein Instrument, ihr fangt an zu üben, ihr wollt das erste Mal spielen und dann stellt sich die Frage, okay, wo spiele ich, wie spiele ich, kann ich einfach so spielen, kostet mich das, wie verdiene ich, muss ich irgendwelche Steuern zahlen und ihr merkt schon, das ist praktisch wie auf so einer Heldenreise, ihr fangt an mit nichts, dann habt ihr die erste Freude einfach mit dem Instrument und mit dem Üben und das gibt euch schon was und dann kommen die ersten Hürden, die es zu überwinden gibt. Und dann eines Tages seid ihr an einem Ziel. Und wenn ihr an einem Ziel angekommen seid, dann könnt ihr das entweder fortführen oder eine neue Reise aufmachen oder parallele Stränge. Und das heißt, wenn ihr zum Beispiel spürt, ich würde total gern Topmodel werden oder ich würde total gern Steuerberater werden oder Metzger oder Veganer Bauer oder ich würde gern den Hof meiner Eltern übernehmen. Das ist euer einziger Traum. Oder ihr würdet gern mit Comics Geld verdienen oder ihr braucht gar nicht viel, ne? Ihr müsst es selber definieren und dann müsst ihr gucken, wie könntet ihr da hinkommen. Und da ist immer eine gute Strategie, seid versorgt mit Geld, geht arbeiten. Wenn ihr Schüler seid, dann ist das noch sehr gut. Dann könnt ihr sozusagen eure Talente ausbauen, während ihr noch zu Hause seid. Und das ist sozusagen ja, das Appell dieses Videos. Also findet eure Talente und entwickelt sie. Und entwickelt sie nicht nur einfach im stillen Kammer, sondern damit ihr davon leben könnt, müsst ihr diese Talente oder auch eure Produkte oder den Service, den ihr an der Menschheit bietet, von Zeit zu Zeit auch präsentieren. Und zum Beispiel im ersten Jahr als Comiczeichner habe ich einen Comic gemacht, das mir gefallen hat und es war gut, aber es war so noch nichts für die Welt. Und jetzt zum Beispiel, das ist ein Video, das ist jetzt auch nicht perfekt, aber das könnte ein Video sein, das sehr vielen Leuten hilft. Und so müsst ihr denken, habe ich etwas, das mir Spaß macht? Habe ich etwas, das die Allgemeinheit braucht oder das ihr helfen würde? Weil wenn die Antwort nein ist, dann kann es sein, ihr macht irgendwas, aber es wird gar nicht gebraucht. Wie wenn ich jetzt zum Beispiel, tja, ich weiß nicht, irgendwas Unnützes in die Welt bringen würde. Vielleicht nochmal ein Handy, obwohl es jetzt Smartphones gibt. Dann wäre das jetzt eher ein Rückschritt. Oder ich entwickle nochmal ein Smartphone. Die Frage ist, warum entwickle ich nochmal ein Smartphone? Was macht mein Smartphone besser? Oder warum möchte ich eine neue Schule aufbauen? Was würde meine Schule besser machen? Meine Schule würde besser machen, ich würde individuell auf eure Wünsche und Träume eingehen und auf eure Talente und ich würde versuchen, euch dahin zu lenken, dass ihr damit erfolgreich sein könnt und damit Geld verdient. Und das ist sozusagen, warum ich das mache. Und wenn ihr so einen starken Grund auch für euch gefunden habt, dann seid ihr auf dem besten Weg. Genau. Das ist das Tool. Also ich nenne es mal den 3- oder 4-Jahresplan. Nennen wir es mal den 4-Jahresplan. Und genau, das war Video Nummer 2.